Endlich Entscheidung für das Krankenhaus Christkirchen. Das politische Hickhack hat ein Ende. Die Spitalsreform ist seit der zweiten Regionalkonferenz am 14. April nun auch für das Krankenhaus Christkirchen unter Dach und Fach. Wir haben uns mit Krankenhausgeschäftsführer Bernhard Fink über die Ergebnisse unterhalten. Herr Magister Fink, bei der zweiten Regionalkonferenz zur Spitalsreform hat es ja dann geklappt mit einer Entscheidung. Was konkret sind die Ergebnisse? Ich darf sagen, ich bin sehr froh, dass unser Konzept angenommen wurde von der Spitalsreformkommission. Es ist ein sehr durchdachtes Konzept im zweiten Anlauf, das zwei Phasen vorsieht, von jetzt bis 2008 und anschließend bis 2015. Es ist uns gelungen, das geforderte oder vorangeschlagene Einsparungspotenzial einzuhalten. Wir werden schaffen, die 1,9 Millionen bis dahin aufzubringen, bis Ende 2008. Das sind Schritte, die sowieso notwendig waren im Haus, die nicht weniger jetzt mit der Politik zu tun haben. Wir müssen Abläufe komprimieren, wir müssen schneller werden, wir müssen da und dort einsparen. Aber das sollte gelingen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ungeachtet des politischen Hickhacks unsere Arbeit fortsetzen können. Das Konzept, das wir jetzt verabschiedet haben, ist abgestimmt mit der Belegschaft, ist Trägerwille, das heißt der Orden steht dahinter. Die Politik hat es akzeptiert und daher sind wir glücklich, dass es ein Konzept ist, mit dem alle leben können. Jetzt beanspruchen ja SPÖ und ÖVP gleichermaßen den Erfolg für sich. Was sagen Sie dazu? Ich glaube auch, dass sie gleichermaßen beteiligt waren. Ich gönne den beiden Parteien ihren Einsatz und auch den Erfolg. Aber ich habe schon gesagt, ich gönne noch mehr uns, weil wir jetzt nicht mehr in diesem Kreuzfeuer stehend einfach gut arbeiten können. Noch einmal auf die Ergebnisse zurückzukommen. Gibt es Veränderungen für Personal oder für die Patienten aus der Region? Mittelfristig gibt es keine Veränderungen, was die Versorgung betrifft und auch den Personalstand. Das ist oder sind die Gründe, warum ich erleichtert bin. Die Gerüchte um Zusperren, Gerüchte um Entlastungen, Gerüchte um Personalprobleme können somit beseitigt werden. Wir können so fortsetzen, wie wir gearbeitet haben. Die komplette Abteilungsstruktur bleibt erhalten und das ist ein Erfolg für uns alle. War die medizinische Grundversorgung jemals ernsthaft gefährdet? Sie hätte, wenn man die Diskussion bis zum Existenziellen geführt hätte, was ich glaube ich nicht, was niemand vorhatte, durchaus gefährlich werden können, aber das ist zum Glück alles vom Tisch. Herr Magister Fink, jetzt hat man ja gehört, dass das Christkirchner Krankenhaus immer mehr und mehr sich zum Altersheim verwandelt. Auch eines der Gerüchte, das jetzt für mich vom Tisch ist, das hätte bedeutet, dass man die chirurgischen Fächer ausdünnt und eigentlich nur mehr unter dem Zentrum für Altersmedizin, was wir hier errichten wollen, ein besseres Altenheim versteht. Und das möchte ich ausräumen, alle Fächer bleiben erhalten, es wird nach wie vor operiert, es ist das gleiche Angebot, wie es bisher war. Und so hin gesehen ist es nicht eine Station, wo alte Menschen nur mehr gepflegt werden. Ein Beispiel dafür ist unsere hypermoderne Radiologie, die jetzt übersiedelt ist, die eigentlich alle Stückchen des Hightech in der Radiologie spielt.